Dann die 8 Moos. Ja, dann können wir jetzt hier noch ein bisschen Moos hier so längst machen. So muss man halt ein bisschen linke Maustaste gedrückt halten und hin und her ziehen die Maus. Und dann haben wir hier so eine schlammige Moos, ja, Oberfläche. Dann haben wir noch die 9. Das ist da so eine Steinoptik. So könnte man natürlich auch die Wege zeichnen, aber naja, muss jeder selber wissen. Ja. Geht auch, aber ich finde, zum Wegezeichnen sieht das hier besser aus. Dann haben wir noch mit der 0 Gras. Das ist dann halt höheres Gras, sagen wir mal so. Hohes Gras ist es ja jetzt nicht unbedingt. Ne? Das hier ist allerdings CPU-lastiger, weil es halt auch animiert ist, wie man sieht. Und die Engine ist jetzt noch nicht perfekt optimiert. Das heißt, wenn man jetzt hier alles damit voll machen würde, die ganze Map hier, dann wird wahrscheinlich sogar selbst mein PC die Biege machen. Ja? Und ich habe ja einen 8x4 GHz Rechner, habe ich ja schon mal einmal erwähnt. Und relativ brauchbare Grafikkarte. Ja, und mit rechter Maustaste kann man das auch wieder entfernen. Und dann kann man natürlich jetzt hier irgendwo so am Weg entlang auch dieses Gras zeichnen. Hier hatte ich es schon mal einmal probiert. Deswegen ist das hier alles schon zu sehen. Ja, man kann natürlich auch auf dem Weg platzieren, aber dann verschwindet hier unser Sand. Ich nenne es jetzt einfach mal Sand. Okay. Gut, das war jetzt der Terrain Mode in unserem Ingame Editor. Dann haben wir noch den Entity Mode. Das ist jetzt, dann kommt jetzt der Modus, wo ich sage, alle Texturen, die wir vorher geladen haben in unser Spiel, können wir dann durchswitchen und hier einbauen. So, jetzt habe ich hier einmal ein Windrad ohne, ja, ohne Propeller. Das ist ziemlich hoch geraten. Ich meine, gut, so ein Windrad ist ja auch nicht 10 cm hoch. Das ist jetzt nicht bei der Engine bei, sondern das habe ich mir aus dem Forum mal irgendwann gezogen von Game Guru. Das hat einer kostenlos angeboten und hat gesagt, hier, das könnt ihr ruhig verwenden. Okay, und jetzt switche ich dann mit Komma und Punkt die Dinge durch, die ich jetzt, wie gesagt, schon für meine Engine hereingeladen habe. Für mein Spiel, sorry, für mein Spiel reingeladen habe. Das sind Waffen und so weiter und so fort. Ja, hier nun ist ein Steinblock, kann man jetzt auch hier so einfach mit linker Maustaste platzieren. So, zack, zack, und schon haben wir da die Steinblöcke hingesetzt. Ja, so, weiter. Ja, das sind jetzt zum Beispiel so Sachen, die in dem Ingame-Level-Editor natürlich nicht so gut zu platzieren sind. Das sind diese riesengroßen Gebäude, weil man sieht einfach nichts so wirklich. Das kann man natürlich sagen, mit Bild rauf und runter fliege ich jetzt so ein bisschen hoch, ne, und versuche es dann so zu platzieren. Aber das ist trotzdem nicht gerade das Wahre, oder? Wie seht ihr das? Also ich finde es jetzt nicht so. Das macht man dann lieber in diesem anderen
Baumodus, den man halt von oben sieht, von der Vogelperspektive aus. So, jetzt mache ich wieder Gravity an mit G. Das Gebäude platziere ich jetzt hier nicht. Hier haben wir jetzt das eine Gebäude, diesen Flur, den wir da hinten schon mal platziert haben. Auch hier einfach hier so, zack. Egal wie es jetzt aussieht, linke Maustaste. Und wir haben es dann platziert. Was noch ein bisschen schwierig ist, ist Folgendes. Wenn man jetzt hier dran bauen möchte, es gibt keinen, also ich habe es jedenfalls noch nicht herausgefunden, es gibt keinen Magnet, der sagt hier, pass mal auf, da ist schon eine Textur, wir haften das jetzt 1:1 so, dass es richtig passt. Haften wir das jetzt da dran? Das ist jetzt hier nicht möglich. Schon mal geht, so wie hier jetzt. Jetzt pappt das mal einmal dran. Aber oft ist es so, dass es nicht wirklich geht. Jetzt drücke ich die linke Maustaste. Zack. Und schon haben wir hier so ein. Ja, so ein Flur halt, ne? Dann nenne ich den jetzt einfach mal. So. Manchmal verschwindet auch der Ton, wie ihr jetzt hört. Jetzt ist der Ton weg. Kann man sagen, dass ich gerade schwebe. Drück mal G. Aha. Okay. Gut, das dazu. Ich zeige euch mal ein paar andere Sachen halt hier von dem Entity Mode. Switchen wir mal durch. Ja, das sollen irgendwie Brückenteile sein. Wie gesagt, alles schon dabei. Die kann man dann auch irgendwie einfach hier so platzieren. Das heftet er nämlich jetzt nicht an, wie ich das meine. Aber wenn man Z drückt, was heißt das eigentlich? Habe ich noch nicht rausgefunden, dann wird das nämlich grün. Aber ich habe noch nichts dazu gefunden, was das bedeutet. Ich mache das jetzt einfach mal so da dran, da. So, man sieht jetzt hier eine kleine Kante, es hat nicht hundertprozentig gepasst. Und das ist auch noch ein kleines Problem bei dem Ingame-Editor. Ich habe es jedenfalls noch nicht herausgefunden, in diesem Ingame-Level-Editor, dass man hier wieder Sachen löschen kann. Also entfernen geht hier nicht. Rechte Maustaste geht hier auch nicht. Mit linker Maustaste, je nachdem, wie man das schon mal anrührt, habe ich das schon mal gehabt, dass er das kopiert. Ach, jetzt geht's doch mal. Okay, man kann es wenigstens versetzen und sicherlich mit rechter Maustaste auch wieder löschen. Wunderbar, man muss nur halt gucken, dass man das irgendwie gefasst bekommt. Das ist halt nicht immer so. Ich jetzt hier mal klicke, linke Maustaste. Zack, 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 zack. Ich spamme quasi die linke Maustaste. Es geht nicht immer. So, jetzt habe ich es erwischt. Okay, das ist halt auch noch sowas, was noch überarbeitet werden müsste. Aber mal gucken, wenn man jetzt in den Flugmodus geht, ob man dann vielleicht eher so ein bisschen die Übersicht hat, dass man das platzieren kann, richtig. Ja. Naja, so. Geht so einigermaßen. Sieht trotzdem komisch aus. Ich denke mal, das gehört auch so nicht. Ich denke mal, dass die gehören nicht so, sondern. Ich mach mal den Gravity Mode aus. Versuche das nochmal gepackt zu bekommen. Das Teil. So, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich hier so dran gehören. Das ist jetzt der Blume-Effekt. Der Blue-Effekt ist mir jetzt zu grell. Das kann man auch ändern, indem ich die Tabulator-Taste drücke. Bloom schraube ich jetzt mal ein bisschen runter. Light Rays sind es jetzt nicht. Das ist trotzdem noch ziemlich grell. Könnte man das vielleicht noch mit Brightness und Kontrast ein bisschen herabsetzen. So.
Gut, also man hat hier auch noch eine Menge Einstellungen. Man kann den Sky-Type ändern, den Terrain, aber das zeige ich gleich. Zeige ich gleich noch alles, sofern das zeitlich alles hinhaut. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal wieder in dem Editor-Mode. Entity. Switchen nochmal durch die ganzen Klamotten. Versuchen das jetzt mal irgendwie hinzu basteln. Vielleicht wieder optisch ein bisschen besser, wenn man in der Luft schwebt, quasi so. Ja. Feingefühl. Jetzt hat man da so einen Spalt, das ist nicht hundertprozentig richtig, nehme ich mal an. Aber nun ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, das geht. Hier flackert's, weil sich das nämlich jetzt überschneidet. Und dann kommen solche Grafikfehler, weil die Grafiken sich halt, wie gesagt, überschneiden und dann hat man das Problem, dass es dann anfängt zu flackern. Deswegen wäre so ein Magnethaftmodus wäre nicht schlecht. So ein Teil, wo ich sage, papp, einfach da dran und gut ist. Kommt bestimmt noch vielleicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. F9 habe ich gedrückt. Ja, gucken wir mal hier, was war mal hier noch schön ist. Ja, so eine Bank. Können wir jetzt auch hier irgendwo hinpflanzen. Oh. Ja, das können wir da auch noch. Keine Ahnung, was ist das? Sehe ich gerade nicht. Ach ja, das ist das Windrad. Ein Teil, das ist der Propeller quasi. Wollen wir auch noch hier hin platzieren. Kartons. Ja, die Kartons, die haben sogar. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Erdanziehungskraft. Also wenn ich die jetzt hier platzieren möchte und ich sage jetzt einfach mal, ich gehe mal damit hoch und möchte den jetzt einfach so in die Luft setzen, geht nicht, weil ist auch gut so. Also es soll jetzt keine Kritik sein. Zack. Die fallen sogar. Zack. Finde ich ganz cool. Ja, die sich wieder zu schnappen, ist fast unmöglich. Wenn ich jetzt mit linker Maustaste versuche, die wieder aufzuheben und wegzumachen. Jetzt schwebt es in der Luft. Ja, ich denke mal, beim nächsten Start wäre das Problem weg. Dann wird er das schon wieder korrigieren. Dann würden die auch runterfallen. Ich frage mich, wie das hier wohl am besten. Ja. Man hört sicherlich. Ich klicke, ich klicke, ich klicke. Egal. Okay. Ja. Man kann jetzt auch natürlich die Sachen. Man kann natürlich jetzt auch Sachen auf die Tische platzieren, wenn man möchte, indem man einfach das Teil hier. Hoch. Schweben lässt und dann. Hier drauf packt. Entschuldigung. So. Man kann die Sachen natürlich auch drehen. Eins, zwei, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6. So kann man dann halt auch Sachen auf den Tischen platzieren. Und ja, was haben wir noch so Schönes? Das ist auch eine Waffe, die ist nicht, also es ist eine Waffe, ja, die ist nicht bei dem 20 Euro dabei, die ist auch kostenlos zu laden. Die habe ich auch aus dem Forum, glaube ich, gehabt.
Oder die gibt es, glaube ich, in dem Store, aber halt for free. In dem GameGuru Store. Die kann man jetzt auch wunderbar hier hinsetzen. Allerdings würde die jetzt in der Luft schweben. Die hat jetzt keine. Die ist quasi, was soll ich sagen, schwerelos ist es ja auch nicht, ne? Weil dann wird die ja wahrscheinlich in Luft abheben oder so. Aber die muss ich auf jeden Fall hier fest platzieren und die fällt nicht einfach runter oder was auch immer. Ja, so zack. Wenn ich jetzt einfach mal eine hier hinsetzen würde, die wird wirklich wahrhaftig in der Luft schweben. Da. Ja. So, jetzt kriege ich den natürlich nicht mehr weg, aber ist ja auch egal.